In der heutigen Folge von Bettler zum Bonzen werden wir das allererste Mal den Kayo Pedico Heist spielen. Die beste Geldmachmethode im ganzen Spiel. Ja, Freunde, kleiner Disclaimer. Diese Folge wurde tatsächlich bereits am Mittwoch, den 27. September aufgenommen. Also genau einen Tag, bevor der Kayo Pedico Heist mal wieder genervt wurde. Dieser Nerf betrifft zwar nicht wirklich den allerersten Heist, aber eben danach die folgenden Durchläufe ziemlich krass. Mehr dazu dann natürlich in den kommenden Episoden. Aber damit ihr schon mal auf jeden Fall Bescheid wisst, diese Folge passt trotzdem so, wie sie ist, würde ich sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit und weiter geht's. Der allererste Kayo Pedico Heist ist immer ein bisschen anders und man muss ein paar Sachen beachten. Und meistens hat man eben so, wie ich jetzt zum Beispiel hier, kaum gute Ausrüstung. Also muss man sich da ein bisschen durchbeißen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und wenn ihr sehen wollt, warum es sich lohnt, dann bleibt dran. Wir gehen rein. So, Freunde, ich sag mal guten Morgen aus unserem schönen Apartment in der Perro. Wir sind hier ganz entspannt aufgewacht und heute geht es natürlich, wie gesagt, um den Kayo Pedico Heist. Wir haben in der letzten Folge viele verschiedene Sachen gemacht, um auf über 2,2 Millionen Dollar zu kommen. Die haben wir jetzt, wie ihr seht. Wir sind bei 2,4 Millionen. Richtig GGs auf jeden Fall. Und davon werden wir uns jetzt auf jeden Fall diese Folge die Kosatka kaufen und spielen dann das erste Mal den Heist. Ich würde sagen, wir fokussieren uns heute auch, denke ich mal, darauf. Also wir werden nicht arg viel anderes Zeug nebenher machen. Letzte Folge bin ich schon das öftere Mal ein bisschen abgedriftet. Das ist auch schön und gut so. So soll es ja auch sein. Passt ja auch zur Serie. Aber heute auf jeden Fall Fokus auf den Kayo. Nachdem ich zumindest dieses kleine Schmuckstück hier noch bei Los Santos Customs verkauft habe. Das habe ich mir noch in der letzten Folge schön eingelagert. Und ich denke, den Geldkick können wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich denke halt, dass dieses Video hier auch unabhängig von der Serie für viele Anfänger hilfreich sein könnte. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns dem Thema ein bisschen fokussierter widmen. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie ich mich beim allerersten Kayo Pedico Heist auf einem neuen Account schlagen werde. Denn viele kommentieren auch immer, hey, wie machst du die Vorbereitung? Ich weiß nicht, ich habe hier Probleme. Deswegen versuche ich das Ganze hier mal so gut es geht zu beleuchten, damit ihr auch seht, dass ich hier wahrscheinlich auch ein bisschen strugglen werde, aber dass das Ganze auf jeden Fall möglich ist und es sich auf jeden Fall lohnt. Ich habe auf jeden Fall grob noch meinen Kayo-Guide im Kopf, deswegen gucke ich natürlich, dass ich alles richtig mache und darauf achte, was man alles beachten muss. Ob das jetzt alles so perfekt klappt, werden wir sehen. Wir ziehen es auf jeden Fall durch, holen uns unsere 17.000 Dollar hier und dann geht's rein. Wie ihr seht, wir müssen ja, glaube ich, wenn wir die Kosatka bestellen wollen, erstmal trifft dich mit Miguel Madrazo im Music Locker und besprich sein Jobangebot mit ihm, um die Kosatka kaufen zu können. Genau, das machen wir jetzt. Sind wir auch schon da. Jetzt müsste auch eigentlich gleich die Nachricht reinpoppen. Ach ja, und falls ich ein bisschen verschlafen aussehe, es ist ein entspannter Mittwochmorgen, an dem ich das hier aufnehme. Wir haben es für meine Verhältnisse natürlich auch noch relativ früh hier. Deswegen sehe ich vielleicht noch ein bisschen verpennt aus. Juckt aber auch, die Cam ist ja zum Glück schon ein bisschen klein. Hey, mach die Cam wieder klein, was soll das? Danke. So, hey, mein Vater meinte, du könntest mir bei einer kleinen Familienangelegenheit helfen. So, dann schauen wir doch mal rein in den Cusick-Mocker. Müssen wir wieder exorbitanten Eintritt zahlen von 150 Dollar, ey. Das gibt mir kleine Flashbacks. Das letzte Mal, dass ich live kommentierten Kayo Pedico Heist gespielt habe und vor allem auch den allerersten Kayo Pedico Heist, war bei meinem ersten Video auf diesem Channel hier. Oder meinem wieder ersten Video. Miguel, was geht? I've also got a big fucking problem right now. Das ist nicht das Problem. Juan Strickler. They call him El Rubio. Irgendwie ist es schon so das letzte legendäre Update dieses Spiels gewesen, muss man sagen. Klar, Agentur mit Franklin war irgendwie geil, auch Alice Tuner ist irgendwie auch cool, aber so diese klassischen GTA-Vibes hat mir irgendwie eher Kayo Pedico gegeben. Ist halt auch schon fast 3 Jahre her. Okay, neuer Kontakt. Pavel, bester Mann. Allein, dass Pavel halt ins Spiel kam, ist auch schon legendär. Also man muss sagen, das Kayo Pedico Update war schon noch schon legendär, muss man sagen. Als allererstes natürlich, you're gonna need a submarine. Wir schauen direkt rein. Kosatka kaufen ab 2,2 Mio. Ja, Farben können wir uns nicht leisten oder wollen wir uns nicht leisten. Wir holen auch keine Sonarstation oder Lenkraketen oder Waffenwerkstatt oder irgendwas. Der wird natürlich nachher noch attraktiv, aber erstmal noch nicht. 2,2 Mio. Rein in den Lachs, Digga. Ja! Geil, es ist jedes Mal wieder ein legendäres Gefühl, wenn man das erste Mal auf einem neuen Account die Kosatka kauft, weil dann geht's rund, Digga. Dann ist es durch. Dann war's das, Alter. Also wirklich, dann war's das. Pavel, grüß dich. Wir werden die uns hier chillig am Del Perro Beach anfordern. Und dann können wir uns einfach, weil wir noch kein Heli haben, einfach die Dinghy anfordern. Wusstet ihr eigentlich, by the way, dass eine Dinghy einfach ein normaler Begriff ist für ein Boot, mit dem man sozusagen zum Hauptboot fährt? Habe ich zumindest jetzt in Fluch der Karibik gesehen, dass er gesagt hat, das ist ein Dinghy. War mir noch nicht bewusst. Habe ich gelernt in Fluch der Karibik. Let's go! 100% fahren haben wir schon. Holy shit, das ging ja schnell. Aber bei dem Fahrer ist es ja auch klar. Alter, wir sind das erste Mal so richtig am Beach hier und jetzt geht hier auch noch die Sonne unter. Ist das geil. Da hinten ist sie. Sonderfahrzeuge, Kosatka, Dinghy anfordern. Dein Dinghy wurde geliefert. Ja. Jetzt chillig hier geparkt. Wodka und Bier. Aua. Jetzt kommt natürlich auch wieder eine der legendärsten Cutscenes. Touch this and we all die. Touch this and we all die. Also, registriere dich als Boss, um auf dem Planungsbildschirm zuzugreifen. Ey, du bist Boss, wenn der zweifelnde Ruf verstummt. Wenn der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Rein da, Stretch Limited beginnt den Kayo Pedico Heist. Mission starten, let's go, Alter. Okay.
So. Also jetzt hat den ersten Heist sozusagen zahlt halt Mini Madraso, weil im ersten Heist werden wir ja die heiklen Familiendokumente besorgen. Und ab danach ist es ja sozusagen einfach eine Mission, wo wir einfach El Rubio ausrauben. Grundsätzlich vom Ablauf eigentlich immer gleich. Beim allerersten Heist sollten wir halt ein paar Spots ausspähen, die dann für immer ausgespäht sind. Und es gibt dann eigentlich zukünftig auch nur zwei Methoden. Entweder die Wertpapiere im Tresor oder man eins der drei Hauptziele aus der Vitrine. Und die heiklen Familiendaten sind auch im Tresor. Also ist der erste Cayopedico Heist eigentlich so, wie als hätte man Wertpapiere. Eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man das Ganze das allererste Mal zockt, ist es wirklich ein bisschen verwirrend und so. Einfach durchziehen und sobald man den zweiten und dritten Heist fertig hat, ist man eigentlich schon so routiniert, dass das alles easy klappt, würde ich sagen. Die Cutscenes sind natürlich auch einmalig und eigentlich auch sehr legendär. Private financial shit, naked pictures. We're not going. We're gonna send somebody else. Ladies! We are just getting started. I'm gonna my Uber. Aufgepasst! Meine Eltern haben mir das Cayo-T-Shirt von Easy Stretcher geschenkt. Seitdem wurde ich schon 5-mal befördert und verdiene nun 250.000 Euro pro Woche steuerfrei. Du willst wissen, wie das geht? Komm auf easystretchermachdichreich.de. Ey, und by the way, meine Streaming-Zeiten sind in der Regel sonntags 20 Uhr und mittwochs um 19 Uhr, also gerne schon mal einen Follow auf Twitch dalassen. Falls mal ein Stream ausfällt oder sich verschiebt, teile ich das immer auf Instagram mit, also da am besten auch schnell reinfolgen, um nichts zu verpassen. Und solltet ihr trotzdem mal einen Stream verpasst haben, macht euch keinen Kopf. Auf meinem Zweitkanal Stretchbert kommen regelmäßig Stream-Highlights und Clips, also schaut da gerne vorbei. Und falls ihr Mitspieler für GTA sucht, joint gerne in unseren Discord. Alle Links zu allen genannten Dingen wie immer zu finden in der Videobeschreibung. Gerne auschecken. Kuss geht raus und weiter geht's mit dem Video. Da sind wir, Alter. Yes. Da ist er. Welcome to Paradise. My Opa was German. Must be why I love the techno. Legendäre Szene auch. Scott Storch, Alter. Was geht? Ah, schon geil immer, Alter. So, und jetzt müssen wir nämlich tanzen, solange bis uns Bescheid gegeben wird, dass wir gehen können. Das heißt, wir drehen jetzt hier mal richtig durch, Mann. L2 drücken zum Tanzen. Unbeschwert sind wir auf jeden Fall. Fokussiert sind wir aber fast schon eher. Schieber auch auf jeden Fall. Locker nicht. Auf Lock! Ja, Mann. Ich würde uns fast schon als Schieber bezeichnen. Wir sind zwar fokussiert auf den Cayopedico heißt, aber Schieber wie dieser Julian. Jule Schieber, Grüße gehen raus. So, jetzt meldet er sich endlich. So, also wir haben jetzt hier auf jeden Fall diesen Beach und er sagt uns jetzt halt praktisch, wir können bleiben, solange wir wollen. Oder wir hauen einfach ab und das machen wir jetzt auch. Hier seht ihr ja, dass die Wachen immer so ein bisschen hin und her sneaken. Das heißt, ihr rennt einfach, sobald die Wachen weg sind, schnell hier hoch zum gelben Punkt. Ganz easy, ganz einfach. Und dann geht's raus hier. Jetzt kommt somit der nervigste Part. Wir müssen jetzt halt über die Insel gehen, ein paar Spots ausspähen und ein paar Sachen erledigen. Genau, jetzt dürfen wir nämlich nicht mehr entdeckt werden. Ich kann euch nur empfehlen, lauft die Route, die ich jetzt hier auch gerade laufe. Die ist sehr chillig. Wir laufen auf jeden Fall, wir sind jetzt hier gerade rausgekommen. Hier durch diesen Checkpoint durch und dann laufen wir jetzt hier außen rum. Schwimmen hier übers Wasser. Den schalten wir wahrscheinlich aus. Können dann hier weiter durchlaufen, auch durch den Wald. Auch hier schön aufpassen. Beziehungsweise hier reicht schon, wenn wir hier sind, dann sehen wir nämlich das Anwesen. Dann wird er uns sagen, gut, wir wissen, wo das Anwesen ist. Dann lauft ihr hier hoch zum Funkturm. Und da werdet ihr dann noch ein bisschen, so wie auch sonst, die Beute ausspähen. Und wenn ihr hier wart, dann müsst ihr noch einmal zum Norddock, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist dann hier unten. Und irgendwas ausspähen. Da müssen wir halt auch wieder außen rum. Und wichtig, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist nachher hier noch das Hauptdock ausspähen. Das ist wichtig für die Zugangsroute. Und dann müssen wir auch noch den Abwassertunnel ausspähen. Das ist ja auch noch wichtig. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe euch nur grob Übersicht mal gegeben. Yeah. Und damit euch nicht langweilig dabei wird, wie ihr gerade seht, wie ich über Cayopedico sprinte, rappe ich nun Freestyle im Hintergrund zu diesem Kinderbeat. Auf süß, Freunde. Let's go. Wir springen hier gleich ins Wasser. Und yes, wir tun es. Geil. Jetzt gucken wir auf die Map und rennen gleich einfach weiter. Und Cayo ist eine coole Insel und deswegen chillen wir hier kurz. Und laufen jetzt weiter und den Berg hoch durch Stock und Stein. Und sind gleich da, wo wir wollen sein. So, hier einfach schön den Berg hoch und dann sehen wir da unten auch schon das Anwesen. Immer schön gucken, dass uns die Sichtkegel nicht erwischen. So. So, Pavel sucht jetzt einen Ort, von dem aus du dich in das Überwachungsnetzwerk von El Rubio reinhacken kannst. Und ihr werdet sehen, das ist da oben dieser Funkturm, der höchste Punkt der Insel. Und Freunde, natürlich bin ich auch jetzt wieder für euch da und kommentiere hier einfach, was ihr seht, damit euch nicht L zu dem W wird. Wir laufen hier wieder durch Stock und Stein, haben schon den Funkturm gesichtet von Weitem, müssen hier nur noch kurz den kleinen Berg hoch und dann haben wir es auch geschafft. Weiter geht's. So, da sind wir nämlich auch schon. Chilliger Grillspot, by the way. Kann man sich hier hinhocken?
Schaut. So, wir gehen schnell hier hoch, oder? Suchen eben diesen Stromkasten. Der ist entweder hier unten dort oder dort. Ist er aber nicht. Das heißt, wir müssen hoch. So, da ist er, Debbie. Kann aber auch ganz oben sein. Und hier natürlich, ihr seht, 5 verbunden mit diesem Kreis mit Strich durch, zählt einmal. Mit 2 Strichen durch, zählt 2-mal. Und x natürlich mal 10. Das heißt, wie lösen wir das Rätsel? Wir machen 50. Wir machen 2 mal 2 ist 54. Also 4 plus 50. Und nochmal die 5 einzeln dazu sind 59. Ihr müsst oben diese Zielzahl erreichen, indem ihr die vorhandenen Zahlen eben mit der richtigen Menge multipliziert. Ganz einfach. Das Ding eigentlich rechnerisch. Sollte jeder hinkriegen. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt hier oben seid, sieht euch die Wache da unten auch nicht. Jetzt müssen wir hier auf dem Handy die Stadtrundfahrt-App öffnen, weil wir uns jetzt ja reingehackt haben. Der arme Gustavo, Alter. Ja, chillig. Auf jeden Fall wurde Gustavo jetzt auf El Spanterino hier mal verspeist vom Panther. So, Kamera brauchen wir nicht. Brauchen auch nicht diese Kamera. Brauchen auch nicht den Vorplatz. So, Keller, darum geht's. Hier ist normalerweise auch oft Beute drin, größtenteils meistens. Oder eben, wenn da keine Beute drin ist, dann hier im Tresor. Normalerweise Wertpapiere, in diesem Fall die Unterlagen von Madrazo. Ich gehe jetzt einfach mal kurz noch alle Sachen durch, der Vollständigkeit halber, aber das müsstet ihr eigentlich nicht. Eigentlich könntet ihr jetzt auch schon wieder rausgehen. So, und das ist eigentlich auch nicht mehr relevant. Hier kann man noch irgendwie ein Zugangstor machen, finden, wie auch immer. Ist egal, wir können raus aus den Kameras. Wir haben alles, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir noch einmal das Norddock ausspähen. Das müssen wir auch nur beim ersten Mal. Das heißt, das machen, da müssen wir jetzt noch ein paar Fotos machen, etc. Da müssen wir jetzt eben auch nochmal durch, aber das können wir auch schnell machen. So, jetzt gibt es hier endlich mal wieder einen neuen Beat im Hintergrund, Freunde. Ihr seht, wir fahren jetzt wieder über die Map. Keine Ahnung, wie ich mir da den Weg gebahnt habe. Einfach irgendwie durchkommen, irgendwie gucken, dass man nicht erwischt wird. Chilliger Spot hier rechts am Checkpoint vorbei zu jumpen, beziehungsweise mit dem Jeep einfach drüber zu fahren. Dann seid ihr auch schon beim Norddock und dann geht's ab. So, dann lassen wir mal hier stehen. Hier machen wir den Rest dann zu Fuß, hätte ich gesagt. So, jetzt müssen wir einmal ein Foto vom Norddock machen. An Pavel schicken. So, jetzt müssen wir ein bisschen Nebenbeute ausspähen. So, dann haben wir hier noch einen Bolzenschneider, den wir abfotografieren müssen. Und dann haben wir auch, glaube ich, alles, was Pavel von uns will und können uns verziehen. Jetzt zeigt es uns an, dass wir alle erforderlichen Informationen gesammelt haben. Pavel labert uns die ganze Zeit eben voll. Wenn ihr das wirklich zum allerersten Mal spielt, hört ein bisschen drauf, was er auch sagt, weil das halt so ein bisschen einfach euch aufklärt, wie der Karyopedico heißt, funktioniert. Aber im Endeffekt, ja. Wie gesagt, wir könnten uns jetzt verziehen. Das machen wir jetzt aber noch nicht, weil wir wissen ja schon, wie das Ganze läuft. Und deswegen, vorausschauend, werde ich jetzt noch das Hauptdock ausspähen und den Abwassertunnel. Und dann haben wir auch einfach alles, was wir für einen Karyopedico heißt, brauchen. Und das machen wir schnell. Da sind wir sind ja eben wieder hier unten, müssen hier durch den Checkpoint durch, machen das wieder hier, fotografieren hier schnell ab, hier klauen wir uns dann schnell ein Boot, fahren raus zum Anwesen, dann wieder zurück zum Flughafen und dann war es auch schon eigentlich recht easy. So, ich bin mal wieder back zum freshen Turn-Up-Beat, vielleicht mit einem Freestyle, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Yeah. Durch den Checkpoint durch, über die Insel, da bin ich doch wohl flink wie ein Pinsel. Ich renne hier wieder durch die Gegend und freue mich. Bis bald. So, hier ist doch das wunderschöne Hauptdock. Also wie gesagt, da wo wir vorhin schon waren, Hauptdock, davon einfach ein Foto machen, an Pavel schicken und können das jetzt als Infiltrationspunkt nehmen, was schon mal sehr gut ist. Das brauchen wir nämlich später. So, und jetzt machen wir es so einfach so. Wir klauen uns hier ein Boot gleich. Das ist nämlich das Praktischste eigentlich, was wir machen können. Und wir klettern hier ganz entspannt in das Bötchen rein und fahren hier gen Sonnenuntergang an der Insel vorbei Richtung Anwesen von El Rubio. Es ist ziemlich raue See, wir springen hier durch die Gegend, aber das macht uns gar nichts. So, da ist das wundervolle Anwesen. Wir tauchen hier einfach runter. Hier seht ihr den Abwassertunnel und da müsst ihr jetzt auch kein Foto von machen. Sondern es reicht, wenn ihr einfach scheiße. Schnell hoch. Oh shit. Müsst ihr nur kurz in die Nähe schwimmen, dann habt ihr das ausgespäht. Abwassertunnel haben wir jetzt ausgespäht. Perfekt, und jetzt können wir eigentlich nach Hause. So, Freunde, und ein allerletztes Mal begleite ich euch hier. Wir fliegen hier natürlich wieder, wir fliegen nicht, sondern wir fahren mit einem Boot, das war ein Joke, Richtung Flughafen, wieder zurück. Ja, macht's gut, bis bald, Freunde, ciao, ciao. Schnell hier rauf, ich glaube, er will jetzt noch, dass wir hier irgendwas ausspähen, ich glaube, irgendwie den Funkturm am Flughafen irgendwie oder so. Mach ein Foto vom Kontrollturm, das ist eigentlich auch easy, ein paar beschicken, perfekt. So, gehen wir zum Pilot und gehen zurück nach Los Santos. Enrique! Legendärer Moment. Oh, Junge, Junge, schläfert das Ei, dir über Karyopedico zu rennen. Ich glaub's ja nicht. So, wir sind wieder am Flughafen angekommen. Und wisst ihr, wie es jetzt weitergeht? Ganz normal. Wir starten jetzt die Karyopedico-Heißvorbereitungen. So, auf zur Kosatka, Alter. Wir landen den mal hier oben. Und dann gucken wir einfach mal, was wird. So, let's go. Ja, Pavel labert uns jetzt hier erstmal voll, wie das Ganze funktioniert. Wissen wir ja schon. Und wenn ihr es nicht wisst, dann schaut gerne den Karyopedico-Heißen Money Guide an. Wir machen natürlich als allererstes mal das Waffenarsenal. Und nehmen natürlich den Aggressor. Holen uns das Ding. Let's go. Zum Glück haben wir ein Gebäude bekommen und nicht das Meriwether Hauptquartier. Das wäre nämlich sehr nervig. Ich wollte gerade schon hier hinten hingehen, um meinen Sparrow zu holen. Den haben wir ja leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen ein
Payne. Oh nein, ein Cargo Bob ist weg. Ihr Schweine. Da muss ich mir doch eine Dingy anfordern. Och Junge, komm doch an die Oberfläche, Mann. Bist du dumm oder was? Bleib doch nicht da unten, du Schwein. So, für die Aufgabe würde ich mir aber trotzdem irgendwo ein Heli klauen, denn es ist schon sehr von Vorteil, wenn man auf dem Gebäude oben drauf landet. Das heißt, wir fahren direkt zum Heliport. Den Heli am besten nicht zerstören dabei. Holy shit. Ihr seht, man kann sich leicht helfen, wenn wir jetzt noch keine eigene Oppressor Mark II haben oder einen eigenen Sparrow. Heli klauen und schon haben wir das gleiche praktisch. So, wir landen mal hier auf diesen Kästen. Digga, warum... Ach man, es ist so klar. Okay, er will anscheinend wahrscheinlich da drauf landen. Doch, wir haben es geschafft. Bleib einfach so stehen, Großer. So ist alles gut. Fuck, wir haben nichts mit Schallen im Fall, ne? Gut, dann können wir das hier wohl eher nicht Stealth machen. Ist auch nicht schlimm. Dann machen wir eben alle kurz platt hier drin. Okay, scheinbar entdecken die uns trotzdem nicht. Obwohl wir keinen Schalldämpfer haben. Ha, es ist geil, einfach Stealth. Wir ballern hier rum und die da hinten juckt's gar nicht. Jawoll. Also scheinbar braucht man keinen Schalldämpfer, um Stealth irgendwas machen zu können hier. So, schnell raus hier. Mach's gut, Großer. Dich scheint's auch nicht zu interessieren. Wichtig, linke Pfeiltaste drücken, auf Dach wieder verlassen und nicht nach unten raus. Denn oben steht ja... Nicht mehr unser Heli. Unser Heli ist weg, ihr Arschis. Ihr seid ja wirklich die allerletzten. Und wir haben keinen... Wir haben keinen Fallschirm. Oh, nee. Okay, das heißt, wichtig, wenigstens runterspringen. Und es hier unten fallen lassen. Dann können wir es wenigstens uns wiederholen. Wir haben doch einen Fallschirm irgendwie gehabt. Schnell persönliches Fahrzeug anfordern. Und vor allem die Schützen aus den Helis rausballern. Ja, ist es nicht so optimal gelaufen. So wird es die ganze Vorbereitung sein, wenn ihr das erste oder zweite Mal den Heist spielt. Einfach ein bisschen durchbeißen. Das kann hier nicht alles optimal klappen. Das ist der erste Heist. Ihr habt gefühlt keine Ausrüstung. Wird schon passen. Hier seht ihr, liegt das Ding drüber. Und dann haben wir es auch schon. Jetzt wichtig, Equipment, und zwar nicht die Schneidladung. Ihr braucht niemals die Schneidladung. Hier steht zwar notwendig, die braucht ihr nicht. Ihr braucht den Schneidbrenner, Fingerabdruck-Klongerät und die Safe-Kombination. So, wir fangen bei der Safe-Kombination an, weil das ist irgendwie das Nervigste. Vielleicht fahre ich mit meiner Kosatka einfach mal da zu dem Heliport. Dann kann ich nämlich immer dort rein und von dort aus mir ein Heli holen. Das wäre ein ziemlich Five-Head-Move, glaube ich. Wir testen es aus. Das könnte sich lohnen für die restlichen Vorbereitungen auf jeden Fall. Okay, es ist schon sehr flach hier. Oh my God. You stupid. Scheiße, ich glaube, ich steck fest. Gut, ich glaube, die Idee kann verworfen werden, Freunde. Ja, ich steck fest, gut. Und hier sind wir auf jeden Fall schneller als von ganz draußen. Ab zum Casino, Mann. So, und da wir noch kein eigenes Penthouse haben, müssen wir erstmal hier runter in die Tiefgarage und eben den Zugang zur Penthouse-Etage hier unten holen. Wenn ihr ein eigenes Penthouse irgendwann mal besitzen solltet, könnt ihr gleich hoch, aber das ist eigentlich auch nicht schlimm. Einfach dieses gelbe Auto hier, Schlüsselkarte mitnehmen und weiter geht's. So, Ausrüstungsmission abgeschlossen, perfekt. Machen wir natürlich direkt weiter mit der nächsten Mission hier. Und zwar das Fingerabdruck-Kolongerät. Yippie! Digga, das kann doch nicht sein, dass hier immer meine Helis die spawnen. Ey, es ist so lächerlich, ne? Das ist wirklich ein Scam. Das ist wirklich ein Big Scam, Alter. Zack, da ist es. So, jetzt müssen wir nur noch eine Vorbereitung machen. Ne, zwei. Wir müssen noch das Annäherungsfahrzeug besorgen. Fällt mir gerade ein. Schneidbrenner brauchen wir noch. Vielleicht probiere ich es diesmal einfach echt Stealth. Wobei ich hier gar nicht weiß, wo hier der Helm versteckt ist. Da, dann laufen wir nochmal Stealth durch. Das mache ich eigentlich nie. Aber warum nicht? Digga. So, wir landen einfach mal hier am Strand. Vielleicht despawnt ja dieses Mal unser Heli nicht. Okidoki. Also, jetzt nur noch die Longfin und dann haben wir alles. Ernährungsfahrzeug, natürlich die Longfin, Digga. So, jetzt ist nämlich das Thema. Er zeigt uns hier einmal, wo zwei LKWs sind und einmal, wo ein LKW ist. Und da, wo der alleinige LKW ist, müsste eigentlich der Phantom Witch sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Alter, als ob ich jetzt gerade fast draufgegangen bin. Ist ja geisteskrank. Die stehen hier mit einem völlig bewaffneten MG-Pickup auf entspannt. Also bisher muss man ganz klar das Fazit wieder festhalten. Die Vorbereitungsmissionen sind auch ohne eigene krasse Ausrüstung sowas von gut machbar. Man muss sich nur zu helfen wissen, regelmäßig einen Heli stehlen oder auch, wenn ihr wollt, wie gesagt, einen Buzzard mieten für 25.000. Dann habt ihr sogar einen mit Raketen. Ihr könnt euch den Phantom Wedge stehlen. Das dauert alles natürlich ein bisschen länger, aber es ist ja auch wirklich nur für die ersten paar Heists, maybe. So, für alle, die es nicht wissen, wir müssen den Truck jetzt hier etwa hinbringen. Könnt euch da eine Markierung setzen oder ihr wisst eben, wo es ist. Ich weiß ja mittlerweile, wo es ist. Oh, ein Carbonizar in Gelb, auch geil. Kann ja auch einfach so durchfahren. Beste Leben. Ah, jawohl.
Hat geklappt. Machen wir hier kurz einen Check. $221.000 haben wir auf dem Konto. Und dann gucken wir mal, was wir nach dem ersten Kajo heißt auf dem Konto haben. Denn man kriegt immer noch irgendwelche wilden Boni, gerade wenn man am Anfang den Heist das erste Mal macht und sowas. Let's go. Wir starten den Kajo heißt den allerersten. Longfin. Infiltration. Hauptdock. Deswegen haben wir es abfotografiert. Zugangspunkt. Abwassertunnel. Deswegen haben wir es abfotografiert. Oder sind drunter getaucht. Hauptdock. Auch wieder Fluchtpunkt. Tageszeit natürlich Tag. Und wichtig jetzt hier noch, damit wir das auch mitnehmen, Schalldämpfer für das Aggressive-Paket. Und let's go. Good luck, Captain. Danke, Pavel. Let's go. Jetzt kommt die wilde Katze, glaube ich, noch mit. Privet, Bro. Oh, Mr. Madras. Privet, Bro. Das ist so geil. So, da sind wir alle. Let's get it, man. Let's get it. Schönes Wetter, blauer Himmel, Gallo Perico. Oh. Oh. Das war ziemlich gut. Nicht ganz flawless, aber war schon ziemlich nice. Muss ich mir schon zugeben. So, den hier wichtig nicht mehr killen. Jetzt rennen wir hier einfach durch. Das ist jetzt der erste, den wir holen werden. Tatsächlich werde ich jetzt sicherheitshalber den hier auch mal killen. Das könnte zwar knapp werden normalerweise. Und sonst oft ist mittlerweile leider, dass wenn man den hier oben killt und den da unten jetzt gerade nicht, dass dann Alarm angeht, weil der unten das irgendwie mitkriegt. Nervt ein bisschen. Schlüssel, Tresor. Und da wir keinen Torschlüssel eingesammelt haben, gehen wir auch von hier oben jetzt durch und nicht von außen. Ganz einfach. So. Easy, wir sind durch. 16, 19, 95. 95. Jawollo. So, da haben wir die Unterlagen von Madrasus auch schon wieder eingesammelt. Jetzt müssen wir zurück durch den Aufzug nach oben weg. Jetzt schnell raus hier, Alter. Los, come on. Jawohl, wir haben es doch geschafft. Jetzt zählt es nicht mehr. Wir haben es doch gedrückt, bevor die uns entdeckt haben. Den hier schnappen und dann entspannt Richtung Inselende. Luftmaske wieder anziehen natürlich und dann hier Richtung diesen Dreiecks schwimmen, meiner Meinung nach. So, und hier ist jetzt dieses Wahlskelett. Und dann sollten wir es eigentlich auch geschafft haben, liebe Leute. Jawohl. Geil, Alter. War ein guter Durchlauf. Elite nicht gestorben. Es sollten Elite geschafft haben. Dann gibt es, glaube ich, richtig Cash. Es sollte richtig Cash geben. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Das ist herrlich. Es ist jedes Mal herrlich. Okay, Apu Stretch Platin, Alter. Was ist da los, Mann? Tatsächliche Beute. 1,59 Millionen. Nicht schlecht. Elite-Herausforderung. Easy 10 Minuten gebraucht. Nochmal 50.000 obendrauf wegen Elite. Also 1,64 Mio. Insgesamt verdientes Geld. Wir merken uns, wir hatten etwa 200.000. Wir sollten jetzt eigentlich an die 1,9 Millionen haben. Aber vielleicht kriegen wir noch mehr wegen den Boni. Ah, erstmal Prosit größer. So, etwa 1,9 Millionen. 1,86. Perfekt. Passt von der Berechnung auf jeden Fall. Aber. Dann ist doch irgendwas am. 200.000 an Bonus. Nochmal, was weiß ich, wie viel 200.000. Wir haben jetzt 1,8 stand da gerade. Wir haben aber jetzt 2,5 Millionen. Das heißt, wir haben nochmal 700.000 an Bonus bekommen für was weiß ich, was erste Mal machen, erste Mal Elite etc. Vielleicht ist es bei euch ein bisschen weniger. Ich habe den jetzt auch echt gut performt mit Elite etc. Muss es ja nicht jeder als erste Mal packen, aber ihr kriegt früher oder später auf jeden Fall ein paar dieser einmaligen Boni. Oh, den können wir tatsächlich sogar zu Simeon bringen, dann machen wir das doch noch als Abschluss hier dieser Episode, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall 2,5 Millionen mit diesem Kajo-Heist gemacht. Beziehungsweise wir sind jetzt bei 2,5 Millionen. Brutal, brutal. Also 2,3 Millionen etwa mit dem Kajo gemacht, ist schon nicht übel. Und wir bekommen 14.000 etwa dafür. Nicht schlecht. Auf jeden Fall deutlich besser, als was wir dafür bekommen hätten in der LS Customs. Ja, Freunde, und hiermit würde ich sagen, wäre es das auch das Ende dieser Episode. Wir überweisen das hier noch schnell drauf, um den finalen Kontostand festzumachen. Wir haben uns auf jeden Fall am Anfang dieser Episode die Kosatka gekauft, hatten dann etwa 200.000 noch. Jetzt haben wir 2,5 Millionen nach dem allerersten Kajo Pedico heißt. Ich habe jetzt hier etwa 2 Stunden und eine Viertelstunde recorded, also nicht mal 2,5 Stunden recorded. Also wirklich, Leute, das zieht sich natürlich. Wirklich einen normalen Kajo kann man gut in einer Stunde hinkriegen. Stunde 15 oder so dauerhaft. Ich hoffe, ich konnte hiermit auch mit dieser Episode nicht nur meine kleine Geldreise hier dokumentieren, sondern auch vielleicht dem einen oder anderen Anfänger noch ein bisschen helfen. Und natürlich, was wir jetzt mit diesen 2,5 Millionen als nächstes anfangen, wie wir hier weiter unser Imperium aufbauen, das seht ihr dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen der vom Bettler zum Bonzen-Serie auf meinem Channel, Freunde. Deswegen auf jeden Fall ein Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Gerne rein abonnieren natürlich und würde sagen, Freunde, checkt natürlich auch alle Links in der Beschreibung aus. Vielen Dank, wenn ihr es bisher geschafft habt, zuzuschauen und würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos und macht's gut. Ciao, ciao.